Amerika, Amerika. Luisa hat mir einen Text geschrieben. Nada, wir müssen uns treffen. Ada, es ist wichtig. Nada, wir müssen uns treffen. Wo bist du? Und ich bin sofort hingefahren. Ich weiß, was du mir sagen willst. Was würde ich dir sagen? Gibt's nur eine Sache. Sicher? Ja? Sicher, sicher? Warte, mach deine Augen zu. Ja. Yeah. Mach deine Augen zu. Okay. Luisa hat einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv. Schwangerschaftstests sind zu 99,9% sicher. Aber um uns 100% sicher zu sein, müssen wir zum Frauenarzt gehen. Wir haben jetzt einen Termin beim Frauenarzt. Ich bin schon sehr aufgeregt, oh mein Gott. Meinst du, sie versteht? Du bekommst einen Bruder oder eine Schwester. Ah. Weißt du, wo dein Bruder oder deine Schwester ist? Hier, bei Mama. In ihrem Bauch. Weißt du, was hier drin ist, in Mamas Bauch? Ach. Was denn? Was ist in Mamas Bauch drin? Bumbo. Bist du aufgeregt? Ja. Bist du aufgeregt, Imani? Ja. Ich bin auch sehr aufgeregt. Was redest du? Tot oder rot? Rot. Rot. Leute, ich bin sehr aufgeregt. Können die uns heute schon sagen, ob Junge oder Mädchen? Nedel, ist es dein Ernst? Kannst du dich nicht mehr erinnern, wie lange wir gewartet haben? Kann ja sein, neue Technologie, die können das schon sehen. Imani, was glaubst du, Junge oder Mädchen? Mädchen, das Wichtigste ist Gesundheit. Ein gesundes Kind, das ist das Wichtigste. Aber diesmal bin ich ganz klar für Junge. Ich mag euch beide, aber du, Mila, Imani und ich bin alleine da, weißt du? Ich brauche jemanden für die Balance. Aber ich würde mich auch über Mädchen freuen. Freust du dich? Ja, ich bin aufgeregt. Imani, weißt du, wo das Baby drin ist? Mama. Bei Mama? Wo? Aber Mama. Oh nein. Was ist das? Schmetterling. Ganz genau, Schmetterling. Was ist das? Baum. Baum, richtig. Check. Was ist das? Schneemann. Genau, das ist Schneemann. Ist dein Schneemann immer noch tot? Ja. Sag, was machst du da? Vertrag unterschreiben oder was passiert da gerade? Mani, Mani. Du, pst. Nein, ich will dir das nicht geben, weil du machst Lärm. Komm her, komm her. Tut mir leid, aber du bist zu laut, Imani. Machst du ein bisschen leiser? Ja. Es ist unter der Pony. Luisa ist jetzt drinnen. Wir müssen auf sie warten. Imani, Imani, nein. Wir müssen jetzt ein bisschen warten, okay? Okay. Mama. Psst. Wollen wir ein Wettrennen machen, bis Mama kommt? Wer Erster da vorne ist? Genau. Los. Ich bin Erster. Ich bin Erster. Ich bin Erster. Alter. Was haben die gesagt? Ja, die haben gesagt, dass ich schwanger bin. Und in 2 Wochen wird man mehr sehen. Also, sie hat dir noch kein Foto mitgegeben? Nein, ist noch zu früh. Es geht wieder los. Als sie schwanger war mit Imani, wollte sie immer Mangos essen. Jetzt hat sie mich gezwungen, hierher zu kommen für eine Wassermelone. Du weißt, ich habe damals überlegt, Imani Mango zu nennen, weil du so viel Mangos gegessen hast. Willst du Apfel? Komm, Imani, wir kaufen Eis. Komm, komm, Eis. Imani, es gibt nicht unser Lieblingseis. Oh, no. Leute, wir essen hier eigentlich immer so ein Himbeereis, aber das gibt's nicht mehr. Oh, no. Oh, no, Baba. Oh, no. Komm, Imani, ich kenne noch einen anderen Laden, wo es sehr leckeres Eis gibt. Okay? Okay. Imani, ich zeig dir jetzt das leckerste Eis. Das leckerste aller leckersten Eis. Here we go! Ich habe euch doch gesagt, das ist das krasseste Eis. Gebt euch die Schlange. Viel Wasser trinken, sehr gut für die Schwangerschaft. Was wünschst du dir eigentlich, Junge oder Mädchen? Nedir, ist egal was. Hauptsache inshallah gesund. Ja, ich weiß, inshallah gesund. Aber, Junge oder Mädchen? Ist egal was. Ich will ein Junge, wenn ein Mädchen kommt, ich liebe sie über alles. Aber ich will ein Junge. Und wenn jetzt nicht Junge kommt, ist egal, dann nächste. Wenn 10 Mädchen jetzt hintereinander kommen, egal, dann nächste. 11. wird Junge. Ich hab dir doch gesagt, das ist der krasseste Eisladen, gib dir die Schlange. Deine Tochter drängelt vor. Manni. Nicht vordrängeln, okay? Okay. Sonst hast du Stress mit dem Typen da vorne. Hast du Angst vor dem Typen? Ja, Baba. Genau, Baba ist da. Wow, Imani, was ist das? Tiger. Und wie macht ein Tiger? Wow. Und wo sind vom Tiger die Augen?
Da. Und wo ist vom Tiger die Nase? Da. Wow, und wo ist der Mund? Da. Okay, wir sind dran. Imani, welches Eis willst du? Bitte schön. Warum isst du eigentlich kein Eis? Ihr könnt ruhig euer Eis essen. Ich werde meine Wassermelone essen, zu Hause. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Oh yes. Oh yes. Oh wow. Oh wow. Aber oh. Aber oh. Aber oh. Aber oh. Aber oh. Aber oh. Ein neuer Tag beginnt. Wie ist es, den zweiten Tag zu wissen, dass man schwanger ist? Schön. Spürst du schon was? Also heute Morgen war mir übel. Dir war übel? Ja. War dir gestern übel, bevor du es wusstest? Nein. Also bildest du dir das nur ein. Dann ist es aber nicht wegen dem Kind, Luisa, sondern kann sein, du musst wirklich einfach... Ey, ich schwöre, ich freue mich so für Imani. Sie kriegt einfach einen Bruder oder eine Schwester. Weißt du schon, wie du ihn nennen willst, wenn es ein Junge ist? Mhm. Falls ihr euch fragt, was Imani gerade macht. Luisa, sei mal ehrlich jetzt, Junge oder Mädchen? Oh ja. Wissen, ne? Wie, woher sollst du das wissen? Ist es in meinem Bauch oder ist es in deinem Bauch? Hat man kein Gefühl? Kann man nicht ungefähr wissen? Zum Beispiel, frag mich, was ist in meinem Bauch? Was in deinem Bauch? Ich habe eine Wassermelone gegessen, ich habe Jindori Bowl gegessen. Warum weiß ich ganz genau, was in meinem Bauch ist, aber du nicht? Komisch, würde ich mal sagen. Man weiß es erst ab dem dritten Monat. Sagen die Ärzte. Aber du bist doch ein Mensch, der Gefühle hat. Junge oder Mädchen? Keine Ahnung. Warum willst du mir das nicht sagen? Nether, ich weiß es nicht. Hallo? Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Hier ist Baba. Hey, so Leute, ich gehe jetzt Mila und Imani abholen, denn wir fahren gemeinsam zu Nadas Spiel und Nada und ich haben abgesprochen, dass wenn er ein Tor schießt, dass er einen ganz bestimmten Torjubel heute machen wird. Ja, Mila weiß halt nicht, dass ich schwanger bin, wir haben es ihr noch nicht gesagt und so wird sie dann herausfinden, dass ich schwanger bin. Ba, ba, go, ba, ba, go, ba, ba, go, ba, ba, go. Bist du bereit? Na klar! Imani, bist du bereit? Ja! Ob ich bereit bin? Ja! Und was sind wir? Die? Jindawis. Siehst du, wir sind die Kaka-Gang, Mann. Kaka-Gang. 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 Und die Kaka-Gang ist wie immer zu spät, Leute. Die Kaka-Gang kann nicht einmal pünktlich sein. Kaka-Gang. Kaka-Gang. Ich wollte unbedingt ein Tor machen. Ich weiß, ist aber nicht schlimm. Wollen wir es Mila trotzdem sagen? Willst du? Komm, wir sagen es Mila. Mila! Danke, dass du heute gekommen bist. Wollen wir Mila was sagen? Nike. Genau, das ist Nike. Mila, wie soll ich dir das sagen? Du wirst noch mal Tante. Was? Ich meine, ich krieg einen Bruder oder eine Schwester. Ey, die heult in letzter Zeit zu viel. Du musst doch nicht heulen, du musst dich freuen. Mila, nicht weinen. Es ist ein Junge. Ich weiß es nicht. Bist du bereit für diese Reise? Ja. Aber versprochen, mein nächstes Tor ist für das Baby. Wir wollten eigentlich, dass er einen Torjubel macht mit dem Ball im Bauch und damit du es dann herausfindest. Wo ist das Baby? Bei meiner Mama. Bei Mama im Bauch? Ah. Ja, meine Freunde, das war unsere Woche. Wir haben uns natürlich sehr gefreut und haben unseren Eltern auch Bescheid gesagt. Hier seht ihr die Reaktion unserer Mütter. No, ale chciałam coś powiedzieć. No? No, jestem w ciąży. Luzia, o mój Boże! Mama, przestań, nie płać. O mój Boże, Luzia! Nie, naprawdę, wiesz co, ja normalnie się cała trzęsę, ja się cała trzęsę, dziecko. No, nie płacz, mamo. Cieszysz się? Bardzo. Będziesz babcią znowu. O, to Luzia. Luzia, to nawet nie wiesz, jak my się cieszymy. Herzliche Glückwunsch, Nader. Herzliche Glückwunsch. Oh mein Gott, ey. Danke. Ey. Auch herzlichen mein Glückwunsch. Gott, oh mein Gott. Ich hole euch heute Abend ab, dann gehen wir was essen. Gerne. Okay. Ich liebe euch alle, alle. Und wir lieben dich auch. Wir lieben dich auch. Über alles. Wir lieben dich auch. Kinder, ich bin stolz. Ich bin stolz, Kinder. Danke. Ich bin stolz, aber wie? Ich explodiere.
Ich explodiere wirklich. Wirklich, Lisa. Wir sind Familie. Allah bebat und bebat al-Khir. Bebat al-Walad und bebat al-Khir und ma'a. Alhamdulillah ala kul shi. Wenn ihr nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid eingeschlafen.